Ja, moin moin und herzlich willkommen bei Nerd is the New Sexy. Ja, heute gibt es endlich mal wieder was Neues auf meinem Kanal und zwar ist heute mit der Post angekommen von Soso Toys der X-Warhead bzw. besser auch bekannt als Negasonic Teenage Warhead aus Deadpool 2 oder wie Firefist so schön gesagt hat, Justin Bieber. Ja, wie gesagt, ist heute bei mir angekommen. Vom Karton her finde ich das eigentlich ja ganz nett gemacht. Halt eben die NTW vorne drauf, leicht in Flammen stehen. X-Warhead, Soso Toys oben in der Ecke. Und an den Seiten auch jeweils immer X-Warhead. Das 1/6 Scale Collectible Figure und das Soso Toys Logo mit drauf. Haben wir einmal hier. Einmal hier ohne Logo auf der Seite auch nochmal, da nochmal und auf der Rückseite die Credits von der Figur und das soll es auch schon gewesen sein. Ansonsten ist das vom Karton her einfach nur gedeckelt, also nicht ganz so schön wie bei den Hot Toys Figuren, aber wenn man das Ganze dann aufgemacht hat, hat man hier nochmal ein Schutzblatt oben drauf von der NTW. Bild finde ich sehr cool. Diese, ja, halt eben Lippen ein kleines bisschen auseinander. Man kann ein bisschen Zähne sehen, den leicht abfälligen Blick, den sie grundsätzlich drauf hat. Und wie gesagt, vom Bild her finde ich das ziemlich cool. Und wenn man den dann hier entfernt, auch nochmal Soso Toys oben in der Ecke mit drin stehen, hat man dann quasi den ersten Blick auf die Figur. Wir haben hier ein paar, beziehungsweise hier ein paar Flammeffekte dabei. Austauschbare Hände. Die Figur als solches, den Stand, der mit dabei ist. Und ja, ich packe das Ganze mal ein bisschen auseinander und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal ein bisschen genauer an. Ja, und da haben wir das gute Stück einmal ausgepackt. Ich muss sagen, auf den ersten Blick sieht das Ganze wirklich sehr ordentlich aus. Lässt sich auch gut anpacken. Und ja, man darf jetzt allerdings nicht vergessen, okay, wir bewegen uns jetzt hier nicht unbedingt auf Hot Toys oder ähnlichem Niveau. Das Ganze, wie gesagt, kommt von Soso Toys. Aber das ist doch eigentlich recht solide gemacht. Der komplette Suit ist aus Stoff und der Gürtel ist hier aus einem Kunststoff, genauso wie die Schulterpolster. Das ist so ein bisschen gummiert, das Ganze. Und ja, insgesamt so auf den ersten Blick eine ziemlich coole Figur, wirklich gelungen das Ganze. Wir haben hier den Stand mit dabei, mit einer Crouch-Gabel. Einmal das X von den X-Men mit drauf, allerdings ohne Namensplatte vorne mit dabei. Und wenn man das Ganze dann mal so ein bisschen dreht, steht jetzt nicht hundertprozentig, aber jeder, der meine Sammlung so ein bisschen beziehungsweise meinen Kanal so ein bisschen verfolgt, weiß, dass der Stand nachher sowieso wieder in der Kiste landen wird, weil die bei mir alle ohne in der Vitrine stehen, in Pose, macht das Ganze doch wirklich einen richtig guten Eindruck. Das sieht alles sauber vernäht aus. Und das X hier oben drauf ist auch so ein bisschen, na, fühlt sich so ein bisschen an wie Moosgummi. Aber wie gesagt, egal, ansonsten die Figur wirklich, meiner Meinung nach, ist das echt gelungen, das Ganze. Ja, da das Ganze jetzt natürlich tatsächlich ein Stoffanzug ist und nicht irgendwie Kunstleder, Gummi oder ähnliches, hat man hier natürlich eine Wahnsinnsbeweglichkeit innerhalb der Figur. Also das kriegt man ansonsten mit keiner Hot Toys Figur hin. Den Split, das muss man erstmal machen. Erinnert so ein bisschen an Van Damme das Ganze.
ohne dass da irgendwas passiert. Die Füße sind vernünftig beweglich. Die Stulpen von den Stiefeln kann man rauf und runter bewegen, dass da auch nichts anbrennen kann. Und von den Armen genauso. Das ist alles wirklich frei beweglich, vernünftig zugänglich. Halt der Vorteil dadurch, dass es einfach nur ein Stoffsuit ist. Der Kopf lässt sich 360 Grad drehen. Und wie gesagt, was die Beweglichkeit betrifft, ist da natürlich aufgrund des Anzuges ganz klar keine Einschränkung in der Figur mit drin. Und da lassen sich mit Sicherheit die eine oder andere vernünftige Pose wirklich bringen. Und das gefällt mir wiederum wahnsinnig gut, weil so flexibel, ohne dass da wirklich jetzt irgendwas passieren kann, das hat man bei Figuren ja nun auch wirklich extrem selten. Und vielleicht noch zu erwähnen, falls das jemanden soweit interessiert, wir haben hier, ich weiß nicht, ob man das durch die Hose sehen kann, doppelte Kniegelenke mit drin und ansonsten die handelsüblichen Gelenke, wie man das Ganze kennt, Balljoints für den Kopf und jo, die Handgelenke sind tatsächlich nochmal zwei als Ersatz mit dabei gewesen. Die finde ich persönlich ein kleines bisschen steif, aber egal. Ja, kommen wir zum Wichtigsten eigentlich und zwar zum Headskull. So, wenn man sich den mal aus der Nähe anguckt und im Detail, finde ich mega stark gemacht. Also von der Likeness her absolut großartig. Auch wirklich extrem geil finde ich die Augenpartie mit dieser leicht hochgezogenen Augenbraue. Und das ist also meiner Meinung nach absolut großartig und wirklich auf hohem Niveau. Und ja, wenn man das Ganze mal ein bisschen dreht, hier die kleinen, die beiden Ohrringe an der Seite mit da dran. Die Haare finde ich auch wirklich sehr geil gesculptet, kann man auch nicht meckern. Und ja, hier auf der Seite auch nochmal den Ohrring mit drin und man kann, hat, beziehungsweise ja, hat sogar hier an das Nasenpiercing gedacht und wie gesagt, also den Headscalp finde ich persönlich absolut genial und war auch das, was mich an den Produktfotos dann letzten Endes auch so extrem überzeugt hat, dass ich gesagt habe, die Figur muss ich ganz einfach haben. Klar, natürlich, ist es Deadpool, beziehungsweise aus dem Film. Und ja, von daher, da habe ich mich definitiv nicht dran verkauft. So, da haben wir den Gürtel noch mal etwas genauer. Ja, es sind halt eben ein paar Nieten drauf mit einem Ring zusammengehalten und der ist übrigens auch frei beweglich und ja, gefällt mir insgesamt wirklich alles sehr gut. Das Ganze noch mal ein kleiner Schwenk nach unten. Ich hoffe, dass das gleich alles noch einigermaßen scharf ist. Und ja, hier noch mal die Stiefel unten. Wie gesagt, insgesamt wirklich sehr geil gemacht das Ganze. Ja, kommen wir dann noch zum angesprochenen Zubehör. Wir haben hier, wie gesagt, ein paar Flammeffekte mit dabei, die man irgendwo an die Arme mit dranhängen kann, die bei mir allerdings auch wieder im Karton landen werden. Und dann halt noch zwei Paar austauschbare Hände. Wir haben hier halt zwei normale offene Hände dabei. Und na, ich drehe die mal einmal so rum, dass man da quasi was in die Hand packen könnte, was allerdings nicht mit dabei ist. Und dann jeweils einmal für die rechte bzw.
linke Hand die Geschichte mit dem ausgestreckten Mittelfinger. Finde ich sehr cool, dass die tatsächlich mit dabei sind. Und ja, das ist ja leider eine Geschichte, die man bei Hot Toys dann tatsächlich doch ganz gerne mal vermisst. Und aber was soll man machen? Ist dann auch wieder meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, ich finde die ziemlich cool. Und ja, werde dann mal schauen, wie ich das Ganze dann bei mir in die Vitrine gestellt kriege. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein für heute. Wie gesagt, ich finde eine mega geile Figur. Sehr cool gemacht, das Ganze. Und jetzt kann ich dann gleich erstmal zusehen, dass ich die gute in die Vitrine eingeräumt kriege und mal schauen, was da so geht. Ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, liked das Ganze. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. In diesem Sinne, kein Schritt weiter oder Justin Bieber stirbt. Und tschüss.